ja so romantisch, dahin zurückzukehren, wo wir unsere Hochzeitsreise verlebten. Ach, das waren wirklich unbeschwerte Tage. Ach, war ich damals vielleicht noch ein bisschen leichter? Nein, das warst du nicht, Dennis. Du warst noch gar nicht geboren. Sowas? Woran hattet ihr denn da euren Spaß? Wir haben eine Menge unternommen. Waldspaziergänge, Abendessen bei Kerzenlicht. Das muss aber schon ziemlich lange her sein, bevor es Autos und Elektrizität gab. So, da wären wir. Sieh doch, hier hat sich gar nichts verändert. Weißt du, als wir das letzte Mal herkamen, hat dein Vater mich in die Arme genommen und hat mich über die Schwelle getragen. Warum? Hattest du schmutzige Schuhe an? Nein, Dennis, das ist so eine Hochzeitsreisetradition. Erlaubst du? Aber Henry, nein, wie romantisch. Ist das nicht ein entzückendes Hochzeitsreisezimmer? Da kommen alle alten Erinnerungen. Falls ihr mich braucht, ich bin im Nebenzimmer. Ist er nicht taktvoll? Er möchte, dass wir allein sind. Ja, endlich mal allein. Oh nein, sie fliegen in Dennis' Zimmer. Dennis, pass auf die... Dennis, ist alles in Ordnung? Aber klar, falls ihr die Moskitos fürchtet, Willy hat sie fest im Griff. Dennis, was hat Willy hier zu suchen? Weil du und Dad an diesen See fahren wolltet, dachte ich, Willy würde gerne mitkommen. Er ist doch in einem See geboren worden. Schau mal, Harold, Froschschenkel, dafür schwärm ich. Und was für ein Service. Sie springen dir geradezu auf den Teller. Auf deinen Teller? Ah! Willy, komm sofort zurück. Dieser Tanzschritt ist aber wirklich schwierig. Wow, das ist ja wirklich fantastisch. Ja, da gibt es doch keinen Zweifel, Leute. Die Gewinner des Tanzwettbewerbs sind Alice und Henry Mitchell. Großartig, Lieber. Was ist denn nur in dich gefahren? Ein Frosch in meine Unterwäsche. Henry, warum kommst du nicht ins Bett? Ich ertrag das nicht. Bei diesem Gequake kann man ja kein Auge zumachen. Vielleicht wird dir ein bisschen frische Luft helfen. Gute Idee. Ach, keine gute Idee. Dad, hast du Willy nicht gesehen? Such dir einen aus. Sei unbesorgt, den finde ich. Wie kannst du das sagen? Na, deshalb. Gut, dann bleibt mir nur noch eines Warte, übrig. Warte, Dad, das ist doch nicht nötig. Tut mir leid, Dennis, aber wenn der noch länger hier bleibt, fange ich auch noch an zu kochen. Auf uns, auf meine Frau, deren Gesicht glänzt wie eine seidene Rose. Auf meinen Ehemann. Eine eklige, schleimige Kröte. Aber also erlaube mal. Doch nicht du, ihr. Oh, Hilfe, verschwinde, weg da, weg da. Immer mit der Ruhe, Leute. Jetzt könnt ihr es euch wieder gemütlich machen. Es uns gemütlich machen? Das muss man sich vorstellen. Bittet uns, mitten in der Nacht abzufahren. Hoffentlich bist du nicht sauer auf mich, Dad. Sauer? Aber du hast uns einen großen Gefallen getan. Ja, das hast du wirklich. Ich wollte so gern am Silver Lake entlangfahren, da, wo wir jetzt sind. Der Weg mit ganz besonderen Hochzeitsreiseerinnerungen. Auch mit ganz besonderen Erinnerungen für meinen Willy. Weil er und Myrna hier auch ihre Hochzeitsreise machen.